Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal Lilly Thüringen. Ja, es freut mich, dass ihr dabei seid und wünsche mir natürlich, dass ihr das Video liked, teilt und abonniert. Was ist denn heute bitte los? Ich lese, Kanzler Scholz hat einen Dachschaden. Ihr habt richtig gehört. Das kann man jetzt ja so oder so sehen. Gemeint ist, dass dieses Regierungsgebäude ja einen Dachschaden hat und der Steuerzahler jetzt wieder tief in die Tasche greifen soll. Ich sage mir, warum soll dieser Steuerzahler denn in die Tasche greifen und das von seinem Geld bezahlen? Unsere Regierenden da draußen haben doch so viel Tausende von Euros jeden Monat. Dann können sie doch auch mal locker ihr Dach sanieren, oder? Ich vergaß. Wir haben ja hier einen kleinen Senilus. Er vergisst ja immer alles. Also vergisst er wahrscheinlich auch jeden Tag, was er verdient. Ja, er vergisst ja auch, dass er Bundeskanzler ist und ein Eid geschworen hat, nämlich Schaden vom Volk abzuwenden. Und jeden Tag passieren hier neue Dinge, Schlag auf Schlag, was dem Volk mehr schadet als alles andere. Also hat er ja schon wirklich gegen alles versagt, gegen das man versagen kann. Ja? Und ich erinnere euch, wir hatten vor einiger Zeit mal so eine Flut im Ahrtal. Diese Menschen brauchen dringend unsere Hilfe immer noch. Es wird wieder aktuelle Berichte geben. Ja? Die werden gerade wieder zurechtgeschnitten und schön zusammengebaut für euch als Doku. Ein Bekannter von mir war jetzt da unten und hat sich wieder ein Bild gemacht. Es ist innerhalb von diesen 3 Jahren nichts, aber auch gar nichts passiert. Und die Menschen haben gesagt, sie gehen auch von Wahlmanipulationen aus, weil sie haben den Mist nicht nochmal gewählt. Und ich glaube das auch. Und wenn man sich jetzt das so anschaut, was hier in unserem Land passiert, jeden Tag, Tag für Tag, dann sage ich, nicht nur das Regierungsgebäude hat einen Dachschaden, sondern alle, die da drinnen sitzen, haben extremen Dachschaden. Und das wollte ich eigentlich euch heute hier einfach mal mitteilen. Denkt doch bitte einfach mal ein bisschen drüber nach, was hier in unserem tollen Land so läuft, Tag für Tag. Ja, und überlegt euch mal ganz genau, ob ihr das noch so wollt oder ob ihr das nicht wollt und was man vielleicht dagegen tun kann. Was ihr dagegen tun könnt. Und ja, damit lasse ich euch jetzt einfach mal alleine. Und ich kann nur darüber lachen, weil die Überschrift, die war einfach nur geil. Weil das echt passend ist. Ja, es kann man so sehen oder so sehen. Macht euch euer eigenes Bild. In diesem Sinne, beste Grüße gehen raus. Ciao, eure Lilly.